Sam Wein. Bin ich jetzt alleine? Ich weiß gar nicht. Ja. Ja, sorry, ich kann noch nicht lesen. Du merkst, ich bin total rope. Ich bin auch ein bisschen überfordert gerade noch, weil ich selber ja nicht dabei war. Ja, dies, das. Du hörst mal auf hier. Lass da mal reingehen. Vielleicht kriegen wir die noch weg. Aus dem Grund, dass du nicht gestreamt hast, habe ich eben in Afrika nichts mehr mitbekommen. Die Anfänge habe ich ja auch auf YouTube mitbekommen. Ja, genau. Es ist nicht so viel passiert. Rusty, also mit dem ich eben gesprochen habe, der jetzt quasi hier, ne, Geldern vertritt. Nee, gar nicht wahr. Das war gar nicht Rusty. Das war Cesarius. Der coole Dude, mit dem ich ganz viel schon gesprochen habe. Der wahre Heimerdinger übrigens. Auch sein Name. Mit denen habe ich ganz viel schon abgesprochen, gemacht, dies, das, in der Hoffnung, dass wir da über ein paar Übereinkünfte kommen. So wie das jetzt, was wir gerade besprochen haben. Ist halt echt bitter, weil dieser Krieg hier, der angefangen wurde, der war nicht gut durchdacht. Also rein truppentechnisch wäre ich stärker gewesen, aber die haben viel mehr Kriegsvolk. Das muss man immer wieder bedenken, das sieht man hier. Jetzt habe ich gerade einen großen Vorteil, weil ich die Burg verteidige, aber auch diese Schlacht werde ich verlieren. Weil, du siehst das hier, ich verliere viel mehr Truppen, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit für einen kurzen Moment. Weil die super starkes Kriegsvolk hier haben. Das ist, ja, das Doofe, was hier echt passiert ist, ich kann diesen blöden Kriegerorden nicht mehr ausheben. Weil der jetzt jemand anders ausgehoben hat. Das ist richtig, richtig, richtig traurig, richtig schade. Weil ich hatte das einen Testrun, also ich habe mir die Datei geben lassen hier von dem Spielstand. Habe ich einmal ausprobiert, zwei, dreimal sogar. Hier hat eben mein Kriegerorden ausgehoben und dann war das kein Thema mehr. Weißt du, was ich meine? Werde ich diese Schlacht auch noch verlieren. Ich muss jetzt darauf pokern, dass die hier 100% haben, bevor ich hier minus 100 habe. Ah, ist das bitter. Ist das bitter. Ja, komm, haut ab. Ah, man hat viel verloren, das ist wichtig. Ich habe aber meinen General, glaube ich, verloren. Nee, hat er nicht. Ist hier drin, okay. So, ja, ich kämpfe gerade noch nicht mit. Wir kommen gleich mal zu meinem Charakter. Mein Charakter ist sehr interessant. Du hast ja den anderen nicht mehr miterleben können. Habe ich aber auch nicht viel mitbekommen von denen. Dieser ist gerade mal 24 Jahre alt. Er ist demütig, also eher zurückhaltend und ja, besinnt in vielen Dingen, die er tut. Will ich da nochmal reingehen? Ah, scheiße. 54%. Dahin, das dürfte eigentlich nicht gewinnen. Weil zahlenmäßige Überlegenheit ist immer nur eine Sache, ne? Muss man einfach mal so bedenken. Wissensaustausch. Ja, ein sehr interessanter Charakter, weil er ist halt, wie gesagt, demütig, zurückhaltend, gleichzeitig aber religiöser Eiferer und sadistisch. Und er ist auch nicht irgendwie Verwalter oder Kriegsherr oder irgendwas. Er ist ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Das heißt einfach, ja, Intrigen. Alles gut. Moin, super viele Streamer, die ich gern schaue. Alle sind on und alle spielen CK3. Ja, vielen Dank, die du gerne schaust. Das klingt so, als hättest du schon öfters bei mir zugeguckt. Ja, Tikolas, auf jeden Fall hast du das. Hast du gesehen, was mit deinem Charakter passiert ist? Den du von mir bekommen hast? Der wurde ja enterbt und alles. Hatte ich dir erzählt, glaube ich, ne? Der wurde ja leider enterbt. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum Rusty das gemacht hat. Eltern, ich weiß nicht mehr hier. Prinz Fuduku, bla 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 bla. Das ist er selbst. Der Göttliche, und dann war das hier. Prinz Cole ist auch schon tot. Just saying, du bist auch schon tot. Multistream. Coole Sache. Ob ich diese Schlacht gewinnen kann. Bitte, lass mich diese Schlacht gewinnen. Aber der hat so viel mehr Kriegsvolk. Das ist halt genau in dieser Schlacht, sieht man das. Zahlenmäßige Überlegenheit heißt nichts in diesem Spiel. Auch Vorteil plus minus null. Und trotzdem, guckt euch den Balken an. Er geht nach links hinweg. Blau verliert. Und ich bin bei minus 54%. Das ist bitter. Wenn hätte ich meine 4000 Mann hier haben können, von meinem Kriegerorden, wäre das alles kein Thema gewesen. Oh, ich verliere das wieder. Ich kotze. Ich kotze im Strahl, wirklich. Ja, mein Bruder wurde verwundet. Ist mir doch egal. Du Tyrann. Wieso? Noch habe ich niemanden umgebracht. Ja, und wieder weg. 72%. Ich kotze im Strahl, wirklich. 97, das ist gut.
Aber er hält sich an seine Absprachen, davon gehe ich aus. Und ich habe ordentlich Geld. Ich habe auch einiges vor, was unsere Heimatregion betrifft. Komme ich aber erst nach dem Krieg zu, weil ich will jetzt erstmal hier, ja, klar Schiff gehen, dass das hier alles umsetzbar ist. Dass der alles bekommt, das verstehe ich gar nicht. Der müsste eigentlich nur das hier bekommen. Sämtliche Territorien. Was ist das für ein Krieg? Was ist das für ein Kriegsgrund? Verstehe ich gar nicht. Krieg, Anspruch von Prinz Babrup. Ach, weil er einen Anspruch hat. Aber dann wird er doch. Das gibt keinen Sinn. Dann wird er doch der neue Herrscher. Bin ich völlig Mischuge? Gib mir meinen Kriegerorden, du Arsch. Ja. Wird eigentlich hier Chat unten angezeigt? Ich glaube schon, ne? Test. Ja, wird angezeigt. Sehr schön. So. Alles Gute ist 5 oder so. Haben schon die großen Philosophen gesagt. Ich hätte jetzt gerne Zitat des Jahres. Alles Gute wird 5. Mika 2022. Aber ich kann sie wirklich davonjagen. Wie schön. Darf sich nicht regenerieren hier. Könnten Fest mal abhalten, mache ich erstmal nicht. Ich werde erstmal eine Mine ausbauen. Aber auch das erst, wenn der Krieg vorbei ist, weil ich möchte ihm hier Land entziehen. Auch wenn es nicht gerecht ist, aber ich möchte ihn Bure entziehen. 100% wird er auch annehmen. Na, dann kann ich sogar jetzt schon machen. Akt der Tyrannei, I know. Damit haben wir aber hier eine neue Sache, damit haben wir 5. Deutlich mehr Manpower, 12.000 kriegen wir jetzt. Und wir können hier eine weitere Goldmine errichten. Bam. Darf jetzt 3 Goldminen erreichen, halten, direkt halten. Ja, wie geht's euch so? Alles fit? Was macht ihr? Ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe man hört das nicht zu sehr. Und ich sitze ein bisschen tief auch. So ist besser. Die Weltkarte sieht interessant aus, um das mal so zu sagen. Interessant, ne? Also alle farbigen Sachen sind Spieler, auch schwarz ist eine Farbe, könnte man sagen. Ne, der Krieg tobt weiter. So, Forderung erzwingen. Jetzt wäre dieser Krieg beendet. Ich muss einmal kurz nach Westeuropa. Werter, entschuldigt, ich wollte nicht hereinplatzen. Werter Kaiser von Rom, würden wir nun über eine Übereinkunft kommen, was die Region um Portugal betrifft? Nun, wir hatten ja bereits eine Vereinbarung vorliegen und ich denke, die darüber können wir durchaus sprechen, ja, durchaus. Wollt ihr noch einmal in den extra Channel gehen, oder? Mein Herr, es herrschen immer sehr noch... Sehr gerne. Es herrschen immer noch So. Ist das bitter? Hat er mich jetzt gesehen? Irgendwie hat er mich nicht gesehen. Französischer, wie mir scheint, sehr wohl. Französischer Erbe. Salve. Willkommen. Werter Kaiser, ja. Ich warte in Westeuropa 2 auf Sie. Nun, ich werde sofort aufbrechen, sobald unser
werter Freund sein Anliegen vorgetragen hat. Ja, also der Kaiser hat mich zum Kanzler ernannt und das unterstreicht ja wohl meine wichtige Stellung im Byzantinischen Reich. Und er hat mir den Titel der Redegewandte gegeben. Und mein Gewunsch. Despot Alexandros der Redegewandte von Ungarn bittet untertänigst und demütigst um eine Audienz bei seiner Hoheit, dem Kaiser Aurelian, der Händlersuche. Und es geht demütig auch, klingt dir doch gar nicht, mein Freund, aber nun, ich denke, wer hat, der kann auch auch von hohem Rosse demütig sein. Wohl wahr. Ihr dürft mich zitieren. Ob das wohl der Demut, das ist ja hochinteressant, was hier passiert ist. Warum ist er denn jetzt? Grüße euch, willkommen, habt Spaß in unserem Dynastie Umayyad. Wir haben schöne Bordelle. Der denn auf einmal katholisch geworden soll? Ob ich gar nicht. Unser Herr das denn so. Ah, bin ich einfach noch nicht lang genug drin hier in der Partie, dass ich das gerade raffe, wie das passiert ist. Sollen die Philosophen darüber urteilen? Nun, mein werter König aus Geldern und Sprecher des byzantinischen Kaisers, ich werde mich sobald in ihre Reiche begeben, sobald ich mit dem Oberhogon von Mali gesprochen habe. Sehr wohl. Ah. Wir warten in, weiß gar nicht. Westasien 2? In Westasien 2. Okay, sehr wohl. Hab Dank, Salve. So, wo ist denn der Wert? Na, kommt er jetzt? Nun, mein werter Freund aus Afrika, ich muss gestehen, ich habe sie erst übersehen. Nun bin ich hier. Dies ist kein Problem. Ich habe kurz noch die Audienz mit erhört. Und ich sehe auch, wenn ich Ihnen jetzt dieses besagte Friedensabkommen schicke, werdet ihr, soweit ich das richtig sehe, keinerlei großen, Bußen erhalten. Also sowohl in Prestige als auch in Geld. Wahrscheinlich, weil dieser Konflikt sich vererbt hat. Nun, man könnte sagen, es ist ein katholischer und frommer Mensch auf dem Thron und nicht mehr diese lästigen Menschen, Muslime. Sehe ich ganz richtig. Nun, Sie können mir diesen Vertrag gerne zusenden und ich hoffe doch, dass meine finanzielle Unterstützung Ihnen gegenüber auch dieser honoriert werden und als Dank dieses Abkommens werdet ihr auch darüber hinaus noch ein Geschenk erhalten. Vielleicht in Sachen. Ist das, was du mir gerade geschickt hast? Ich habe dir gerade Frieden geschickt, ja. Das heißt ja bei mir Frieden erzwingen dann. So. Emirat von irgendwas. Sehr schön. So, danke ich euch für dieses Abkommen. Das Geld werdet ihr auch unverzüglich wiedererhalten. Geschenk. Ihr werdet sogar etwas mehr erhalten. Ich finde, das sei dieser Tatsache gerecht. Statt 150 bekommt ihr nun 202 Gold von mir. Ich hoffe, damit können wir uns übereinfinden. Nun, das hoffe ich auch. Ich werde mich nun zurückziehen müssen, da ich hörte, dass mein aquitanischer Vasall in große Schwierigkeiten ist. Ich hoffe doch, da die Norweger uns durchaus gewisse Androhungen angetan haben, dass sie mit ihren neuen Provinzen durchaus, wenn die Zeit bei ihnen vorhanden ist, uns zur Unterstützung kommen würden und ein nahes Bündnis mit der Zeit geschmiedet werden. Durchaus. Ich pflege weiterhin Konfliktpotenzial mit diesen Herren dort oben im Norden, da sie nach wie vor der Meinung sind, dieselbe Flagge zu tragen, die wir in Mali tragen. Und das halte ich für ich halte es eben nicht für angebracht, um das so zu sagen. Ein wahren Frevel. Ja, ein Frevel. Dieses Wort habe ich gesucht. Vielen Dank. Dafür bin ich da, nicht wahr? Ich besitze auch ein äußerst starkes, sehr, sehr starkes Artefakt von Yggdrasil in meinem Besitz. Und nun, es war eigentlich angedacht, dass sie dies erhalten sollen unter gewissen Auflagen, doch ich weiß noch nicht, ob ich das tun möchte. Bei Interesse, guckt doch einmal in meinen Thronraum und dort werdet ihr es sehen. Ich lasse euch einen Bericht zukommen lassen.
Nun, können wir die nicht angucken? Warum kann ich mir die nicht angucken? Was? Yggdrasil, welches meinen Sie denn? Ein Hofartefakt, das auf einem Sockel steht. Dieses benennt sich nach den Zweig des heiligen Baums. Ja, den kann man leider nicht benutzen, ne? Den kann man nur benutzen, wenn man der Religion dieses aberglaubischen Nordmannentums angehört. Doch rein von den Werten her ist es enorm stark, wie ich finde. Und ich bin mir noch nicht eins, ob sie dies erhalten sollen. Vielleicht nur unter Auflagen. Nun, dies können wir zu späterer Stunde klären. Ich hoffe, dass sie mit ihren Gebieten, die sie dort am Rande des Römischen Kaiserreiches haben, dann durchaus spätere Beziehungen mit uns pflegen. Durchaus, durchaus. Hilfe kommen. Gerne würde ich auch zukünftige Kinder, Enkelkinder auch mal bei ihnen unterrichten lassen, um zu schauen, wie dort die Kultur so ist. Zum Erforschen, nicht wahr? Denn ich bin das ein recht gebildeter und ruhiger Kaiser und bin sehr daran interessiert, andere Menschen kennenzulernen, nicht wahr? Nicht wahr. Gut, so denn lasse ich euch erstmal den weiteren Krisen folgen und wünsche Ihnen viel Erfolg darin, auch diese abzuwehren. Meldet euch, sofern es Dringlichkeiten gibt. Ich danke euch für das Abkommen und wir werden sehen, wie es in weit naher Zukunft weitergeht. Wohlan, wohlan. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. So. I'm so sorry für Zuschauerschaft. Ich war jetzt erstmal krass überfordert. Ihr habt gesehen, ist erstmal total viel passiert. Holy moly. Ja, was ist passiert in den letzten Sessions, wo ich leider nicht selber dabei sein konnte? Mali wurde vereint. Man beträgt jetzt sogar 2 Kaiserreiche. Das von Guinea hat sich auch gegründet. Ehescheidung ersuchen. Ah, mach halt. Aber pro Ehescheidung, ich habe mich auch ehescheiden lassen, weil ich habe hier keinen Grund, warum wir mit der verheiratet sind. Es gehen sogar Gerüchte umher, dass sie homosexuell ist. Ich meine, das ist erstmal nicht schlimm in unserer Kultur. Ja, aber wir haben auch ein Kind zusammen, aber irgendwie ist sie nicht die richtige, wie ich finde, auch wenn wir eine gute Meinung haben. Ich finde, da ist durchaus etwas angebracht, was ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ja, und zwar sie hier, die habe ich mir nämlich schon rausgesucht, eine doch recht starke Person hier drüben aus dem Reiche. In der Hoffnung, dass wir diese verheiraten können. Hofereignisse. Was haben wir hier? Dies, das, das. Land verlieren. Wenn Vasallstück. Warum? Wen denn? Mhm. Du möchtest doch eigentlich erstmal. Muss ich mich gleich drum kümmern. Eins nach dem anderen. Die zweite Kaiserreiche sind aber vielleicht wegen Reichstrennung, oder? Ja, genau. Das Reich wurde sogar geteilt letzte Session, als ich nicht dabei war. Da ist die Erbfolge eingetreten und der Bruder von irgendwem. Prinzessin, ich keine Ahnung, ich blick nicht mehr so durch. Ich habe leider die neuen Videos noch nicht gesehen. Ne, Rusty, meine Vertretung, hat das aufgenommen. Dazu wird es Videos auf YouTube geben. Höchstwahrscheinlich. Aber in Kurzfassung, ich werde dann nicht alles. Ich werde es ein bisschen zusammenschneiden. Jedenfalls das Reich geteilt worden und er hat das mit dem Krieg wieder vereinigt, soweit ich das mitbekommen habe. Und was jetzt natürlich eine Aufgabe sein wird, ist, dass diese Provinzen sich langsam einverleibt werden. Man sieht hier mal diesen Timer, 60 Jahre, ich kann das verschnellern, wenn ich möchte, mit dem Dings hier. Oh, ich habe das nicht gemacht, ne? Dammit, ich wollte eine Region. Warte mal, kann ich auch immer noch machen, genau. Hast du Kinder? Du hast Kinder, ne? Aber du hast auch ein Herzogtum. Ich möchte nämlich einen neuen Oberhogon haben. Oder ich selber bin der Oberhogon, aber der Reichshogon soll ein anderer sein. Und zwar jemand mit viel Bildung. Und da könntest du das zum Beispiel machen. Na, habe ich 6 von 6. Ist eigentlich ganz gut fürs Einkommen gerade. Aber ich glaube, Bildung ist gerade wichtiger. Dann wirst du das nämlich werden. Du bist auch Arzt, das ist auch nicht schlecht. Damit hast du dir diese Sache auf jeden Fall verdient. Ich muss die Musik gleich mal ändern, die geht mir ein bisschen auf den Sack. jetzt müssten wir ihn hier einstellen können. Jawohl.
Naja, ist irgendwie nicht ganz der, warum auch immer. Aber ist egal, wir nehmen den trotzdem. Bam. 32. So. Damit haben wir jetzt schon mal ein bisschen was verbessert. Wir haben jetzt nur noch 5 Grafschaften. Wir dürfen jetzt auch mehr Goldminen halten. Die zweite wird gerade gebaut. Das habe ich ja gerade annektiert. Genau. Was ist sonst so passiert? Ja, es gab Kriege gegen Abbasidenreiche. Und man hat sich halt hier die letzten Provinzen einverleibt. Das ist bisher so passiert. So, jetzt haben wir sie auch als Frau. Sie kann auch auf Verwaltung gehen. Dann können wir, glaube ich, sogar 7 halten. Perfekt. Wenn ich ihn angreifen wollen würde, mal rein in der Theorie. 8000 Mann. Das ist machbar. Kriegerorden könnte man anwerben. Ich gehe mal gerade hoch in den Glaubensding. So, Bohne, hi. Hi. Dich gerade gesucht. Na, alles fit bei dir? Ich war gerade in Afrika. Ach, okay, cool. Ich habe eine Frage an dich. Wie ist das mit Enklaven? Wenn du nach Spanien schaust, da gibt es das Malikat von Xenxir, das ist so noch so ein kleiner hellgrüner Flopfen da. Ja. Siehst du das? Ja. Dürfte ich mir das einverleiben? Um dir vielleicht einen RP-Stupser zu geben, oder so, würde ich sagen, du könntest es ja einverleiben dir, um dann mit dem Neuweströmischen Kaiserreich zu verhandeln, dass du quasi Gebiettausche machst. Also weißt du, dass du Portugal kriegst. Ja, habe ich auch überlegt. Ich will auch vor allem irgendwie noch drum fighten, dass ich noch irgendwie Cordoba bekomme, um das den Christen wegzunehmen. Cordoba, das ist diese eine Region, die noch östlich davon ist. Ja, du hast ja das andere, Quadraba. Könntest du ja quasi... Nee, das ist doch Cordoba. Nee. Das ist Cordoba. Ja, wie ich gerade sagen, das ist auch Cordoba. Ja. Das will ich halt unbedingt haben, weil das ist so, aus meiner Sicht, so mächtig. Und wenn ich denen das wegnehmen könnte, hätte ich eine gute Verhandlungsbasis. Ja. Ist halt nur die Frage, ob ich das darf, weil Thema Enklave und sowas. Wenn du mal in die Reiche, also ich kann mir ja die Spiele angucken. So, und in den weströmischen Kaiserreich an sich, wenn ich mir angucke, wie Burgund sich ja Lenkschlängel, der hat auch eine Enklave noch in Deutschland drin. Polen ist komplett zersplittert. Ich weiß, die gehören alle zu größeren Reichen, so im Reich drin, so, weißt du, ich meine. Mhm. Ungarn hat noch eine Enklave. Georgien hat auf, wenn man das Kaspische Meer sieht, hat er auf der rechten Seite, nee, Schwarzmeer ist das, ne? Ja, Schwarzes Meer. Der hat auf der rechten Seite seinen Hauptsitz und links, da wo jetzt Bulgarien und so hockt, hat der was. Der hat quasi Walachei, hat er da noch eine Enklave, also ja. Mhm. Darf ich, ja? Ja. Come on, auf geht's. Ich werde jetzt nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Auf geht's. Der hat nämlich auch Schulden, der hat alles. Da werde ich jetzt meinen Kriegerorden nehmen und mit 12.000 Mann da reinmarschieren, der Hoffnung, dass ich mir das noch irgendwie einverleiben kann, ehe die mir zuvorkommen. Ich darf die noch nicht. Natürlich jetzt Pech. Ja, gut, dankeschön. Dann weiß ich erstmal Bescheid. Selbst Geldern hat unten in Lothringen noch eine Enklave. Ja, Benin hat auch eine Enklave in mir selbst. Auch nicht so selbst. Fein. Nicht so, ja. Fein. Ah, da die eine, ja. Ja, da muss ich mich auch noch mit den Hühnchen rupfen. Kannst ihn ja diese andere Kleine dafür mitten in Spanien geben. Scheichtum von Al-Manyahic. Ja, vielleicht mache ich das. Noch ein Spiel. Dann kann er ja vielleicht noch mit dem Kaiserreich oder auch dem mit Morasien dann verhandeln für irgendwas anderes bei sich da oben. Ja, wer weiß. Ja gut, danke schön. Dann gehe ich erstmal wieder runter, ne? Jo. So, jetzt werden wir hier nicht lang schnacken. Und dann geht's hier mal ab. Afrika, da bist du. Oh, du schönes Afrika. Willkommen zurück. Hey. Wie ihr seht, meine treuen Weggefährten, die Ambitionen von Mali haben sich in kürzester Zeit enorm gesteigert. Man konnte ein Abkommen finden mit den, ich sage doch, Freunden von
ja, dem Weströmischen Reich, sodass man sich jetzt hier in Spanien, haben sie es genannt, ausbreiten kann, diesen iberischen Halbinsel. Und nun ja, ich habe eine kleine Intrige vor, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar werde ich jetzt in einem Blitzangriff versuchen, mir Cordoba noch einzuverleiben, so wie mein Großvater es bereits wollte. Ja, dann viel Erfolg. Der Krieg wurde bereits ausgerufen. Es wurde nicht lang drum um den heißen Brei geredet. Dann wird es mal um den heißen Brei gekämpft. Das ist richtig. Warum sollte man sonst kämpfen, wenn nicht um einen guten heißen Brei? Ja, also. Das ist kein Spieler. Du hast es falsch erwischt, ne? Ha? Du hast den falschen angegriffen. Du hast das falsche erwischt. Ja, du greifst das falsche. Nee, ich muss das ja erst einnehmen, bevor ich Cordoba erobern kann. Achso. Wegen Enklave und sowas. Das ist okay, wurde mir gesagt, aber... Ah, okay. Deswegen warst du oben, okay. Genau. Ja, dich auch erstmal gefragt, nicht, dass ich mich jetzt erobere. Ja. Okay. Aber danke, dass ihr so mit so weise mit mir denkt. Ich hab's weggeklickt, wer auch immer gerade rausgeflogen ist. Ja, Romantik pur oder so.